Und Action. Action. Und Action. Ah. Kurz vor dem Hafen der Liebe war alles aus. Was hast nur noch gegen. Ich sehe mal auf, ohne nach vorne zu gehen. Okay, lass es. Ja, ganz genau. Oh, da hast du blöde Möwe. Expertenrunde wollen wir uns mit dem Thema Globalisierung aus Sicht der Staaten beschäftigen. Ja, wir haben es eben im Beitrag gesehen. Es gibt Vor- und Nachteile für die Globalisierung. Und zu diesem Thema haben wir heute ein paar Experten eingeladen. Dazu möchte ich heute ganz herzlich die Gabby begrüßen. Sie hat vor uns in ihre Glaskugel geschaut und wird uns einen Blick in die Zukunft geben. Hallo. Was ist denn los? Okay. Hast du mich jetzt bereit? Ja. Okay. Also zurück auf Anfang. Warte doch mal kurz. Ja? Bereit? Ich sehe dir. Für Frieden und Kommunismus. Aber du kannst es dann im Zusammenhang. Ja, nein! Wenn ich jetzt 2 Minuten oder so durchhalte, dann yeah. Wenn ich das dann alles. Nein, das ist ja auch okay. Ja, wir haben es eben gerade im Beitrag gesehen. Es gibt Vor- und Nachteile für die Globalisierung. Zu diesem Thema haben wir heute ein paar Experten eingeladen. So werden wir nicht. Die erste Frage möchte ich gleich an Antonio stellen. Antonio, wird der Wohlstand durch die Globalisierung in Deutschland gemehrt? Okay, dann die Antwort. Ich würde ja noch ein weiteres Argument für die Globalisierung nennen. Und zwar, jedes Land spezialisiert sich auf bestimmte Produkte. Was zu Kosten einsparen? Transmierung durch die Globalisierung und philosophieren, Und Action. Ja, das ist ja alles schön und gut. Die ja, ne? Der aufgeblähte Warentransport ist mitverantwortlich für die sich anbahnende Klimaschutzkatastrophe. Klimaschutzkatastrophe, Alter, Schiene.